Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Vinditica. Und wir sollten jetzt hier einen Wühler, es war ein Wühler, sollen wir anlocken. Jetzt weiß ich nicht mehr genau wo, wie und was. Ich glaube, ich mache auch nur das. Die Katakomben habe ich beschlossen, so in der Aufnahmepause, mal ein anderes Mal, erkunden, weil ich erstmal oben dann auch in die Häuser will und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir den Brackläufer, aber ich habe was anderes noch. Ich habe mir jetzt hier die ganzen Geistfähigkeiten auf die Leiste gezogen. Ich glaube, das nehme ich mal weg. Den Hammer nehmen wir, wenn wir ihn brauchen. Und auch das klicken wir an, wenn wir es brauchen, glaube ich. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Weil den Raben habe ich bis jetzt nicht einmal mehr... Ne, Moment, doch, die Raben, die habe ich gebraucht. Die sind gut. Die sind gut. Die lassen wir auch mal. Wir haben so viel noch zum Ausprobieren, aber ich möchte hier Mondklinge, was war das denn nochmal? Nimm deine Angriffe, Mondklinge abzuwehren. Nee, jetzt nicht. Hole einen Riss zwischen den Welten entsteht und verlangsamt den Feind. Wir versuchen das mal. Ach komm, ich nehme den Hammer jetzt mal raus. Und für den Hammer, ja, für den Hammer. Da, wo er... Nee, erschüttert einen Feind mit 100 extra Schaden und wirf ihn nach hinten. Ich glaube, das werde ich mal nehmen. Was ist das? Defensive Angriffe. Achso, ja gut. Ich glaube, das hier tue ich mir nochmal für den Hammer rein. Dann mache ich das jetzt nochmal weg und ziehe mir den Hammer jetzt doch wieder drauf. Ich glaube, dass wir das mal ein bisschen ausprobieren. Rumprobieren. Und die Fackel, die Leuchte, werde ich mir jetzt mal auffüllen. Huch. Lampe aufgefüllt. Sehr schön, weil es ist doch hier so ein bisschen dunkel. So, wie habe ich mir das denn jetzt hingelegt? So. Da ist noch ein... Gut, ich würde sagen, fangen wir an zu kämpfen. Ich nehme jetzt erstmal den Hammer und versuche dann mal meine Attacke da mit der 2. Okay, das klappt anscheinend nicht bei Brackläufern. Habt ihr den gesehen? Oh, habt ihr den gesehen? Der war mega. So, aber irgendwo muss ich den Wühler doch anlocken. Ich muss mir das nochmal... So. Ein Albtraum eines jeden Gärtners. So, wo muss ich ihn... Ach, ich muss ihn hier hinten anlocken. Wird mir nichts angezeigt. Das wird hinter mir sein irgendwo. Da muss ich ihn anlocken. Okay. Also schwimmen können wir hier auch überall. Wenn man irgendwo runterkommt. So, wenn ich jetzt wüsste, wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin jetzt irgendwie total falsch. Oder muss ich jetzt doch hier einmal rum? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt einmal rum müssen. Was ist hier? Oder wir müssen hier lang. Hier erwartet uns auch wieder so... Da ist das... Ne, aber das ist doch nicht der Wühler. Ist das nur einer? Ist nur einer. Okay. Oh, das ging ganz gut, ne? Aber das war, glaube ich, nicht der Wühler. Das war der nicht. Warum ist meine Fackel wieder aus? Mann. So, hier war nichts. Das ist eine Truhe, die kriege ich nicht, ohne dass ich mitschreibe, auf. Ich habe jetzt gerade nichts zu schreiben. Shit. Ja, ich gehe sowieso nochmal zurück in die Katakomben. Aber doch, das war der Wühler? Hä? Ist der Auftrag jetzt erledigt? Kann nun meine Belohnung abholen. Ich habe den noch nicht mal gelockt. Okay, das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt wirklich erstmal zurück. Und dann werden wir uns erstmal die Belohnung abholen und oben weitermachen. Und gehen dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wir müssen hier, glaube ich, sowieso ein paar Mal noch rein. Also von daher. Ja. So, kann man das hier... Kann man... Habe ich das nicht schon? So, nee, Moment. Hä?
Der war doch gerade nicht da. Wow. Okay, die Mondklinge müsste man sich nochmal anschauen. So, da müssen wir wieder raus. Ja, wenn man schwimmt, ist die Lampe auf jeden Fall aus. Gut zu wissen. Nee, aber ich habe es beim Schneiden gesehen, dass ich habe ja nicht nur die Geistfähigkeiten erworben, sondern ich habe ja auch neue hier für die Klingen und so, ne? Habe ich ja auch neue. Und so, dann gehen wir die Quest ab und ich glaube, das, was wir gelernt haben mit diesem Blutentziehen, können wir auf diesen komischen Flattervieh anwenden. Aber wir gehen jetzt erstmal hier ab. Hast du den Wühler besiegt? Ja, habe ich. Und hier ist sein Fell. Mein Garten ist gerettet. Nimm diese Belohnung. Okay. Oh, was für ein wunderschöner Garten. Okay. Und jetzt, nee, da gehen wir noch nicht hin. Ich gehe jetzt nochmal für dieses Wappen versuchen zu holen. Weil ich glaube, dass das mit diesem Blutzoll und so, ne, mit diesen Fähigkeiten, dass wir das hinbekommen. Deswegen gehe ich da jetzt nochmal versuchen. Ja, da muss ich drüber. Das gehe ich damit jetzt erstmal versuchen. Boah, aber es ist nur der äußere Bezirk und man hat hier echt schon viel zu tun, ne? Also es kommt einem echt vor. Und dann haben wir ja auch noch das Naschzeug, ne? Das können wir erstmal alles erledigen. Und da jetzt schon echt in die Katakomben zu gehen, halte ich für, ja, blöd, ne? Warum sollte man das tun? Deswegen machen wir jetzt erstmal das. Gucken, zu wem wir hier zuerst hinkommen können. So. Und die alte Frau von dem Netz der Masken, die hat ja erst was für uns gehabt im inneren Bezirk, glaube ich, ne? Da war ja was im inneren Bezirk ist, ne? Ja, mal gucken. Dann wollte er ja auch noch was von... Ah, ich weiß es gerade gar nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es einfach mal austesten. So. Das Naschzeug... Ach ja, bin ich jetzt vorbei. Egal, gehe ich erstmal jetzt hier nochmal rein. Und auf den Dächern müssen wir auch noch und... Ach Gott, ach Gott. So. Es müsste mit dem Blutzoll eigentlich gehen. So. Probieren wir es nochmal. Hoffentlich habe ich recht gehabt. Da hoch. Okay, okay. Welche Taste? 5. Ja, klappt. Fähigkeit noch nicht bereit. Okay, warten wir kurz. Weil da stand ja alles, alle Fähigkeiten, die mit Fliegen oder Fliegetiere oder was zu tun haben, die funktionieren nicht. Aber das ist ja nichts mit Fliegen zu tun, sondern... Jawohl. Da ist das sein Abzeichen oder wie man es auch immer nennen mag. Genau, super. Ja, was anderes war hier eh nicht. Also können wir ruhig wieder runter und ihm das dann geben. Und dann hätten wir diese Aufgabe auch schon mal erledigt. Aber ich muss immer aufs Neue gucken, wo ich hin muss. Ich bin so, Orientierung ist gleich null bei mir. Und auch Sachen behalten. Also diese Geschichten mit den 3 Schlössern, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die hinbekomme. Die waren so schwer, die habe ich damals immer so oft machen müssen. Ich habe es. Großartig? Naja, es ist aber schon ein wenig zerkratzt. Wie auch immer, hier ist der Schlüssel zum Tor des inneren Bezirks. Wurde jahrelang nicht benutzt, aber ganz bestimmt wird er das Tor aufsperren können. Probier's aus. Warum haben Sie das Tor zum inneren Bezirk überhaupt geschlossen, frage ich mich. Und ohne davor die Nachtwache zu informieren? Keine Manieren, das Pack. Ja, das fragen wir uns auch. Also, das ist der Schlüssel zu diesem Tor, gehe ich von aus. Aber, ja, genau. Aber, das wollen wir jetzt noch nicht tun. Hier war doch, nee, das war ein anderer. So, jetzt gehen wir das Naschzeug abgeben.
Und haben das dann auch schon mal erledigt. Aber zumindest haben wir schon mal den Weg frei, dass wir zum Tor gehen können. So. Der innere Bezirk. Boah, wir müssen überall noch hin. Aber das mache ich auch. Das mache ich auch. Es ist auf jeden Fall etwas, wo ich Bock drauf habe. Nur halt eben, wie gesagt, je schwieriger die Schlösser werden, umso... Ja, ich kann mir so viel, so eine große Reihenfolge nicht wirklich merken. Hallo. Hallo. Hier ist das Naschzeug. Nicht selber essen. Nun denn, ein Wachposten muss wohl tun, was ein Wachposten tun muss. Also her mit dem Zeug. Und danke. Vielleicht bist du doch ganz vernünftig. Sobald der Bursche hier aufkreuzt, werde ich dich an Rabe empfehlen. Wo kann ich Rabe finden? Bist eine gute Seele. Also, hör zu. Du musst einen der Türme des Handelszentrums hoch, aufs Dach. Da findest du das Rabennest. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den kleinen Mann, den Rico. Hallo? Rico war es, ne? Wo ist Rico? Oder muss ich den erst markieren? Ach, es ist schon erledigt. Es ist schon erledigt. Nützt der mal angemessene Schmiede. Wo war das denn nochmal? Die angemessene Schmiede, war die im inneren oder im äußeren Bezirk? Die war hier. Ja, da kommen wir wahrscheinlich noch hin. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt hier an und gehen mal, oder fangen wir hier an? Hier ist das Tor zum inneren Bezirk, Katakomben. Wir waren auch noch nicht hier im der Garnison, der Wache, Herberge. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Puh, das Netz der Maske. Was müssen wir da denn noch machen? Ja gut, dazu, ne? Rettung von Sephistus. An Bord gelangen. Auch innerer Bezirk. Also es ist jetzt alles nur noch innerer Bezirk. Minenarbeit. Muss ich hier, wird mir das angezeigt oder treffe ich die zufällig? Keine Ahnung. Gut. Jetzt sind wir hier. Wir könnten auch hier aufs Dach gehen, aber ich habe, glaube ich, nicht so viel Blutzoll und so, obwohl die greifen mich, glaube ich, auch so an. Sollen wir erst auf die Dächer gehen? Wir gehen jetzt auf die Dächer, aber ich fange hier an. Na, 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 na. Gucken, ach Gott, guckt euch das an. Ach du heilige Mutter Gottes. Okay, wir versuchen es einfach mal. Alle gleichzeitig? Das geht leider so nicht. Oh, geht doch. Cool. Aber die können wir nicht looten, so wie es aussieht. So, da ist ein Nest. Da oben ist auch noch was. Boah, das ist so krass. So, hier kommen wir anscheinend nicht hoch. Müssen wir irgendwie anders hochkommen. Aber wir haben schon mal einen Überblick über die Dächer. Kein Ziel in Reichweite. Super. Na gut. Gehen wir da hoch? Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, wir kommen ja sowieso auf die Dächer, ne? Wenn wir in die Häuser gehen, glaube ich. Ach komm, wir gehen jetzt in die Häuser hier. Fangen jetzt hier hinten an. Ne, Moment. Hier hinten. Hier hinten. Ne. Doch. Mein Gott. Ich bin total durcheinander. Sorry, Leute. Wir brauchen noch mal ein Bett. Guck mal, da kann man auch rumgehen. Da findet sich bestimmt auch irgendwas. So, hier war jetzt... Guck mal, hier ist die erste Tür. Aber war hier noch eine? Muss ich gucken. Nee. Ach, hier kommen wir auf das Dach. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Und hier ist auch noch eine Tür. Machen wir das jetzt erstmal. Ich weiß, total ohne Plan. Bisschen kacke, aber wird schon irgendwie.
Das werden wir alle überleben. Es wird aber dunkel und dann muss ich bald aufpassen, dass uns die Banditen nicht, Hallo? Wow, habt ihr das gesehen? Ah, das ist schwierig. Momentan nicht erlaubt. Ach so. Er lässt. Oh, ich fall gleich. Nee, doch nicht. Ach komm, wir nehmen mal eben die andere Klinge dafür. Jawohl, geht doch besser. Wenn er erstmal zu uns kommen würde. Ja, klappt damit besser. Okay, da müssen wir von hier aus hin. Ist hier noch irgendwas zu holen? Nein. Und dann gehen wir unten mal in die Häuser rein. Und gucken da mal weiter. Da ist auch noch eine Leiter. So, jetzt aber. Oh, die werden alle getroffen. Sehr schön. Da habe ich auch einen Spezialschlag, ne? Habe ich den noch nicht. Habe ich mir auch keine Leiste geholt. Naja, geht da auch so. Geht auch so. Da kommen wir runter. Aber hier ist, glaube ich, noch irgendwas, oder? Was? Das geht doch. Ich kann die doch looten. Ich bin ein bisschen durcheinander heute. Keine Ahnung, woran es liegt. Egal. Das ist schöne Sachen zum Verkaufen, weil ich glaube nicht, dass man die für irgendwas gebraucht hat. So, das war alles. Ja, was ist hier? Kann man hier irgendwas machen? Ich meine, mit diesen Dingern müssen wir auch noch irgendwas machen. Bin mir aber nicht sicher, was oder überhaupt. So, hier kommen wir nicht weiter. Da waren wir ja gerade drauf. Und dann kommen wir hier auch nochmal runter. Okay, interessant. Ist nämlich eigentlich irgendein willkürliches Haus, ne? Das eigentlich auch ziemlich doof ist. Ah, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Blau, gelb, blau, grün. Blau, gelb, blau, grün. Die sind ja noch einfach. Die Dinge sind ja noch einfach, aber... Oh, Bier. Was? Mentale Energie, aber dafür zieht es einem Gesundheit ab, okay. Naja, jetzt nochmal. Gelb, gelb, blau, grün. Gelb, gelb, blau, grün. Sehr schön. Okay, mitnehmen. Mein Gott. Jetzt ist hier die einzige Tür. Da gehen wir jetzt auch direkt rein. Also an Geld mangelt es uns nicht. Allerdings an Helligkeit, weil, naja, irgendwie wird es gerade dunkel. Wer weiß, was uns hier erwartet. Okay. Du hast kein Recht, hier zu sein. Wenn du jetzt Gegenstände stiehlst, verlierst du Rufpunkte. Ah, okay. Ich darf nichts stehlen. Neue Stufe. Oh, ich darf nichts stehlen. Der hat mich gesehen, der Hausbewohner. Hallo. Hallo. Na, jetzt dürfen wir nicht stehen wegen den Rufpunkten. So ein Kack. Naja, gut. Gehen wir nach draußen. Ach, so ein Mist. Oh, sieht aber schön aus. Darf man sich denn ins Bett legen? Weil
ne, möchte nicht, dass es dunkel ist, wird. Schön. Ich darf ja nichts nehmen. Ich darf nichts durchsuchen. Ich darf gar nichts. Guten Tag. Guten Tag. Okay, hier ist die Waschecke. Schön gemacht. Wie komme ich denn hier raus, Leute? Hier. So. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Darf ich mal... Hallo? Dürfte ich mal vorbei? Junge, geh bitte. Ich will auch runter. Ich will nach draußen. Ach, dieser junge Mensch ist echt... Darf ich jetzt vorbei? Danke. Was ist hier? Hier ist auch eine Bewohnerin. Hallo. Naja, die hat hier nicht so wirklich viel. Oh, was ist hier? Kommen wir hier raus? Hier kommen wir raus. Aber wo geht's hier hin? Total querfeldein. Ich wollte eigentlich systematisch die Häuser irgendwie abgehen. Das ist das Problem. Ich glaube, wir brauchen gar nirgendwo einbrechen. Wir können eh nichts mitnehmen. Genau, das wäre nämlich jetzt hier gewesen. Eieieiei. Nur da, wo wir auch reinkommen. Ein bisschen blöd, aber... Wisst ihr was, ich gehe jetzt hier rum. Irgendwas, meine ich, war hier gewesen. Boah. Mal, habe ich mich jetzt erschrocken. Ach, schon wieder? Ist das da euer Ernst? Kann ich ihn jetzt überholen? Bitte weg da. Ja, geht. Oh Gott, das sieht mir nicht sehr stabil aus. Aber okay. Eine Gondel. Und hier eine Pflanze. Eine Gondel. Okay. Da ist auch nochmal die Katakomben. Und hier sind wir wieder hier. Okay. So, dann gehen wir... Nee, wir müssen nochmal zurück. Ich meine, da war noch irgendwo ein Haus gewesen, wo wir rein konnten. Wo es nicht abgeschlossen war. Weil wenn es abgeschlossen ist, ist jemand drin wohl. Oder irgendwie sowas meine ich in Erinnerung zu haben. Und ihr seht ja, mein Ruf geht dann runter. Ich brauche aber Ruf. Das ist wichtig. Ja gut, jetzt haben wir hier... Doch, ein paar Quests haben wir abgegeben. Ansonsten sind wir hier einfach rumgerannt. Und haben irgendwas ausprobiert oder so. Aber muss auch mal sein. So, hier geht's nicht. Aber ich meine, irgendwo habe ich gesehen, dass irgendwas auf war. In das ein oder andere Haus werden wir auch nochmal geschickt. Das weiß ich auch. So. Hier war... Genau, der Orden des Heiligen Siegels. Was war hier? Ach genau, wir haben ja hier auch noch die Richterstube und so. Was ist das? Einfach nur so, okay. Genau, stimmt. Richterstube betreten. Dann machen wir das doch mal. Und gucken. Hier ist ein Mann. Richter, sprechen wir ihn an. Kommst du wegen der Aufträge? Ja, hätte ich gerne ein paar Aufträge. Hast du Aufträge für mich? Auf dem Marktplatz gibt es ein Problem mit dem Brunnen. Unten in den Katakomben gibt es ein großes Problem mit den Greiferbiestern. Erzähl mir mehr über den Brunnen. Der Mechanismus des Brunnens ist wohl beschädigt. Ich habe schon einige Wachen dorthin geschickt, aber sie sind noch nicht zurück. Der Mechanismus befindet sich in den Katakomben. Unterhalb des Marktplatzes. Du kommst über den Kanal dort hinab. Habe ich's mir doch gedacht. Wir mussten auf jeden Fall nochmal da unten rein. Okay, mehr über die Biester. Erzähl mir mehr über die Biester in den Katakomben. Diese aggressiven Biester sind einfach überall. Irgendwo muss ein Nest sein, das wir noch nicht gefunden haben. Steige hinab in die Katakomben und suche das Nest. Du kommst über den Kanal dort hinunter. Bis später. Und nicht zu vergessen, müssen wir auch noch auf den Turm wegen der Ratte. Irgendeine Ratte. Warte mal, der ist auch zu Hause. Sieht der denn? Oh, das ist wieder so eine Truhe. Ich zeig's euch gleich einmal, was ich meine, was das so schwer ist. Sieht er das jetzt? Nein, das hat er nicht gesehen. So.
Oh Mann. Grün, rot, grün, grün, blau, gelb, rot, grün. Grün, rot, grün, grün, blau, gelb. War das jetzt grün oder rot-grün? Oh Gott sei Dank. Es ist, also für mich ist es viel zu schwer. Viel, viel, viel zu schwer. Aber da ist einiges. So, ich hoffe, das hat meinen Ruf jetzt nicht geschadet. Eine Wurst auch noch mitnehmen, klar. So. Da war doch irgendwas, ne? Mir wird hier andauernd irgendwas angezeigt. In der Ecke. Okay, wir haben wieder ein paar neue Aufgaben. Mal schauen. Aber noch gehe ich nicht in die Katakomben. Sondern ich habe hier so viel noch. Ich meine, da oben war, glaube ich, auch noch irgendwas. Irgendwo stehen doch hier Wachen, ne? Müsste der Weg nicht schon nach der Mühle? Ach nee, ich kann jetzt zur Mühle reisen, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Gehen wir hier weiter. Guck mal, wir wollten mit dem Typen da sprechen. Ist das nicht sogar der Brunnen? Nee. Ich glaube, das ist da in der Mitte. Da gehen wir auf jeden Fall noch hin. Genau. Ein Held wird versagen und übel geschieht. Nimmt er sich keine Zeit für eines Bardenlied. Okay. Erklimmst du mit Mut eine wackelige Leiter, so findest du Schätze, Getier und so weiter. Sind das vielleicht Hinweise gerade, die wir da bekommen? Nur in luftigen Höhen und auch nur in der Nacht kannst du Weiß-Efeu pflücken, welch blumige Pracht. Die dunkelsten Wege, den finstersten Saal triffst du nur, wenn du schwimmst, und zwar durch den Kanal. Bei Nacht einen Einbruch, das wagt nur ein Dummer. Bei Tag sind die Diebe der größere Kummer. Okay, das reicht mir aber erstmal, sonst bin ich nur arm. Aber das sind tatsächlich, ist hier noch irgendein Eingang? Nee. Aber das ist tatsächlich, Tipps, die er da gegeben hat. So, hier, oder? War hier noch was? Nein. Ist da der Kleine? Gut, dann gehen wir da jetzt hin und ich weiß nicht, ob wir ihm überhaupt Bescheid sagen müssen. Ich habe keine Ahnung. Aber hier waren ja auch noch ein paar Stellen, wo wir hätten, oder wo man rein kann. Ah, wie geht's dir? Das hatten wir alles. Bis später. Also ist die Quest tatsächlich erledigt, ich brauchte ihm nicht Bescheid sagen. Hinter mir habe ich gesehen, ist zu. Was ist das für Zettel wieder, diese Proklamation? Ja. Haus, naja, das ist ja abgeschlossen. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wie das mit diesen ganzen Häusern und so, was das alles auf sich hat. Hier ist der alte Tempel. Ist ja nochmal der Rico. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Da ist nix. Irgendwo war da noch was, wo nicht abgeschlossen war. Hier sind ja wieder diese Schattenflügel. Und das war's. So, jetzt gehen wir nochmal in den inneren Bezirk. Also nicht inneren, sondern da in diesem Handelsviertel. Und gucken mal, was uns da erwartet. Und dann müssen wir auf diese, irgendwie oben nochmal, von irgendeinem Turm aus müssen wir nach oben. Ich glaube, diese Türme. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Halt ein. Was ist dein Begehr? Ich will durch. Was ist das für ein Ort, den ihr bewacht? Dies ist das Handelszentrum. Händler kommen aus allen Himmelsrichtungen, um Waren und Dukaten zu tauschen. Es gibt auch eine Herberge, in der sich die Händler ausruhen können. Das Handelszentrum wird zu jeder Stunde bewacht. Es ist also auch nachts ein sicherer Ort. Ich bin ein Händler von einem weit entfernten Ort. So, und was verkaufst du? Nahrungsmittel. Aha, dann muss ich etwas Brot oder einen Apfel als Warenprobe fordern.
Bitte sehr. Vielen Dank. Bitte tritt ein. Oh, das war einfach. Das war einfach. Okay, wir haben Zugang zum Handel. Dingen. Madeleine. Hey, 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 Vorsicht mit den Stiefeln. Du machst alles wieder schmutzig. Entschuldigung. Erst dieser Säufer, dann du. Tut mir leid. Hast du den Boden gewischt? Ja, genau. Und es ist eine Heidenarbeit für wenig Geld. Das kann ich dir sagen. Hier draußen? Boden wischen? Was hast du über den Säufer gesagt? Ach ja, der sagte, er hätte Dämonen gesehen oder Monster oder irgendwas. Und er brauchte etwas. Ach, was weiß ich. Könnte tatsächlich Hilfe gebrauchen. Aber ich für meinen Teil werde nicht nach diesem Flegel schauen. Hast du gesehen, wohin er gegangen ist? Du scheinst mir eine nette Person zu sein. Also hör zu. Er ist den Dienerturm dort hochgerannt. Mehr weiß ich nicht. Viel Glück. Dienerturm. Ja, aber wir quatschen hier erstmal mit den Leuten, die jetzt noch hier sind. Und zwar machen wir das in der nächsten Folge. Diese Folge war ein bisschen verwirrt. War etwas durcheinander, planlos so ein bisschen auch. Aber nichtsdestotrotz sind wir schon ein Stück weiter gekommen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Also bis denn. Ciao, ciao.